Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg mit Isengard. De? Nicht mit T, glaube ich. Isengard oder doch mit T? Jetzt weiß ich's gar nicht. Jetzt gucken wir mal. Ist es? Ist es? Mit T. Ha! Mit T. Wer hätte das gedacht? Bin ich mir nicht sicher. Ist es in Englisch auch T? Ich denke mal. Müsste. Alles andere macht ja ziemlich wenig Sinn, ne? Nun gut. Also jetzt gibt's für mich wieder eine Stunde Herr der Ringe. Für euch dreimal 20 Minuten an drei verschiedenen Tagen. Das ist auch sehr schön. Ich glaube, ich marschiere erstmal hier ein. Ithilien, ziemlich einfach. Wie immer, am Anfang meiner Session mache ich ein klein bisschen Werbung für mein Projekt. Wie heißt denn? Schlacht Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Community Clash. Ja, ganz genau. Falls ihr davon noch nicht gehört habt, da spiele ich gegen euch einen selbst kreierten Ringkrieg. Unglaublich spannend, super interessant, richtig herausfordernd und einfach nur geil. Und es macht super Spaß. Also das ist wirklich toll. Wenn ihr Lust habt, anmelden, los geht's. Link. Nicht in der Videobeschreibung, aber auf meinem Kanal. Das müsste das erste Video sein, das euch vorgeschlagen wird. Infovideo zu diesem Community Clash. Und dann geht's los. Ist jeden zweiten Samstag. Könnt ihr mitmachen. Oder auch nur zuschauen, chatten und abstimmen, wo als nächstes gekämpft werden soll. Ist alles in Ordnung. Ist alles okay. Alles solide. Valide und in Ordnung. So. Hier sind wir jetzt ganz gut dabei. Nase juckt ein wenig. Nicht so toll. Aber das hilft ja alles nichts. So ist das nun mal. Na, 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 Höhlentroll. Nope. Den ignorieren wir mal. Naja. Der Grima hält gar nichts aus. So, mal sehen, wie schnell. Ja, die Lanzenträger. Die sterben da weg, wenigstens. Zumindest gab es gut Geld. Und dann bauen wir jetzt hier uns ein bisschen was auf. Boah, komm. So. So ungefähr. Ja, deine Wahrheit. So. Das Ding hat's hier. Ihr verfolgt den. Du den. Und ihr haut da das Gebäude kaputt. Warte, du da. So. Wer schnell klicken kann, ist bei solchen Spielen natürlich schon irgendwo im Vorteil. Ihr haut's mal ab. So. Na, ein bisschen was muss ich noch bauen. Ein paar Schmelzöfen fehlen noch. Ah, was ist das denn? Feuerpfeilbogenschützen. Wie böse. Naja, das sieht doch ganz okay aus. Nee, 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 hau die Blödtypen kaputt. So, hier haben wir jetzt das kaputt und dann haben wir auch schon gewonnen. Das müsste es dann bald gewesen sein. So. Nee, sie erkennen ihre Schwäche nicht. Ich habe irgendwo mal gelesen, haben wir gewonnen? Yes. Dass Gebäude an der Rückenseite verwundbarer sind als vorne. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich finde es halt schade, dass man hier zu diesem Spiel so wenig Guides findet und Tipps und Tricks, wo man sagen kann, wow, das wusste ich noch nicht. Aha, so ist also das von EA gemacht worden. Das ist immer so ein bisschen schade. Irgendwo ist es auch toll, weil man sich dann wirklich reinfuchsen muss. Das ist ziemlich anspruchsvoll. Irgendwo ist es aber auch schade. Ich glaube, Dol Guldur machen wir später. Versuchen wir mal hier gegen Tranduil. Ne, Tran. Doch Tranduil, nicht Riel. Ohne Priel. Und Dings, ja, wir haben hier drei Uruk-Lanzenträger. Gegen Lanzenträger. Mäh, ist ziemlich even. Da greifen an. Da haben wir zwei Helden, da machen wir gerade Doomlord. GG und tschüss. Und fertig ist das Gedönse. Passt. Passt alles.
Oh, der hat das Stoppschild, aber das Stoppschild hier ist so zum Kotzen. Da hält auch kein Mensch. Hier knallt's auch. Alle zwei Monate knallt's bei mir hier vom Fenster. Mal weniger schlimm, mal schlimmer. Keiner stoppt hier. Ja, der hat ganz kurz gehalten. Ich hätte letztens beinahe einen Unfall gebaut. Ich fahre nicht gerne Auto. Also wirklich gar nicht. Gar nicht gerne. Und das merkt man. Ach, das ist. Oh, ich dachte, ich hätte einen Magier als Held. Aber der ist auch nicht schlecht. Der hat ein bisschen Power. Ein bisschen. Ja, okay, wir müssen da hochgehen. Lol. Ganzen blöden Unfall hätte ich beinahe gebaut. Ich bin da jetzt muss ich, sorry, jetzt muss ich mich doch erstmal ein bisschen konzentrieren hier. So. So. Ah, schaut's mal. Rechtsklick, Autocars. Geht nicht mit jeder Fähigkeit, aber mit ein paar geht's. Na gut. Sehr interessant. Wusste ich noch gar nicht. Ja, ich bin halt rumgefahren, blub, 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 Kreisel, und weil die meisten, also es war nicht ihre Schuld, sondern meine, ganz klar. Aber damit man meinen Denkprozess hinten versteht, und das ist halt töricht, das ist dämlich, nachdem so selten geblinkt wird, wenn Leute aus dem Kreisel fahren, und sie hat halt nicht geblinkt, was auch total in Ordnung ist. Ich meine, sie wollte ja nicht rausfahren, bin ich halt zu schnell reingefahren, statt abzubremsen, zu warten. Und dann stand man da im Kreisel. Es war noch 1 Meter Luft, glaube ich. Es ist nichts passiert, aber definitiv uncool bis zum geht nicht mehr. Ich bin da. Gut, das Erlebnis war super wichtig für mich, ne? Habe ich wieder gesehen. Das geht so schnell, da denkt man, ja, trollololol, alles gut, du. Vergiss es. Einmal nicht aufgepasst, einmal irgendwas. Das war doch gar nicht mal schlecht. Das geht so schnell. Haut's mal ab. Kannst du den da? Ah, kann er nicht. Na gut. Was haben wir hier jetzt? Oh, der hat die Düsterwald-Bogenschützen. Die sind böse. So, ich baue jetzt hier mal eine Festung hin. Die hält nämlich ein bisschen was aus. So. Ja, ich hoffe es. Hier oben verlieren wir irgendwie? Was ist da? Keine Ahnung. Wow! Kann ich die holen? Haha! Die Hobbits sind meinen Worten erlegen. Keine Chance für die Hobbits. Sie sollen alle sterben. Aber ich habe auch eine Menge Bataillone verloren. Nicht cool. Was kann der denn? Rohstoffraub, verbesserter Zwang. Ah, das hätte ich vielleicht mal tun sollen. Tynes. Ich weiß nicht, wofür Tynes steht. Ach, die sind gerufen. Was? Nee. Hä? Verstehe ich nicht. Na gut. Wie auch immer. Egal. Wie auch immer. Egal. Halt, 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 halt. Die hole ich mir. Na los. So. Und schon gehören sie mir. Ich weiß nicht, ob man den Autocast sehr nützlich benutzen. Sehr nützlich nutzen kann. Aber man kann es ja mal probieren, ne? Er hat ja da mal gar keinen Schaden. Ach toll, hier greifen sie die Festung an. So, mal sehen, macht er jetzt Autocast? Nicht so wirklich. Naja. Was? Nein! Zum Glück habe ich eine Festung gebaut.
Was für ein Schwachsinn. Das ist nicht so einfach. Ist nicht so einfach. Ja, töte doch bitte erstmal den Helden. Weil dann kann ich hier die Pfeildinger bauen. Hier hat das doch irgendwo. Oh Gott. Nein, nicht den Baumeister. Also der spammt mich hier gut zu. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Mal sehen, ob der Saruman das übersteht. Boah, weh, der schafft es. Ja, ich kann da gerade leider nichts tun. Blödkopf. Ach, das auch noch. Naja, dann stirbt er halt. Der wird wiederbelebt, das ist jetzt nicht das Schlimmste. Aber nervig ist es erstmal, ne? Ach warte, den kann ich eigentlich instant wiederbeleben. Ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Also ich kann das noch gewinnen. Die beiden Dinger hier können wir noch. Ja. So, das gab Geld. Gerade Dooms. Ich muss unbedingt hier irgendwo... Da muss ich hin. Das muss ich einnehmen. Ganz wichtig. Und das hole ich mir jetzt auch. Weil die haben schon so viel Schaden gemacht, die Hobbits. So. Was haben wir jetzt hier? So, schauen wir mal. Hier können wir uns doch sicher ein paar Rohstoffe abgreifen, oder? Naja, auch nicht so viel. Hier kann ich plötzlich nichts mehr bauen. Da ist irgendwas. Irgendwas ist hier mit der Festung kaputt gegangen, was ich hier nicht bauen darf. Böser Fehler. Aber na gut, kann man jetzt auch nichts ändern. Ah. Von Absetzen hat doch keiner was gesagt, ne? Ja, komm. Ach, ich bin doch so dämlich. Isengard wird siegen. Naja. Unsere Zeit ist gekommen. Na, schaut's, das ist das, was ich gemeint habe. Level 1 Speerträger gegen Level 3 Bogenschützen. Ich brauche keine Schwertkämpfer in diesem Fall. Ich meine, Schwertkämpfer wären besser gewesen. Keine Frage. Aber das braucht's nicht. Die haben so wenig... Ja, Existenzberechtigung zum ausgebildet werden. So blöd das klingt. Aber so ist es halt. Oh, jetzt lebt das Ding da immer noch. Welche? Oh nee, das hole ich mir wieder. Das hole ich mir schön wieder. So, können wir jetzt hier mal das Zeugs endlich aufbauen. So.
Lauf doch mal. Halt! Da klauen wir jetzt ein paar Rohstoffe. Na, immerhin. Immerhin ein paar. Nicht viele, aber ein paar wenige. So. Ein bisschen bauen wir noch. So. Na los. Und sie gehören mir. Und sie gehören mir. Ja, so schlecht ist Saruman gar nicht. So schlecht ist er nicht. Definitiv ein ziemlich mächtiger Held. Vor allem, wenn man noch einen hat, der ebenfalls Truppen abziehen kann. Da damit kann man halt so viele Truppen dem Gegner einfach wegnehmen. Das ist echt stark. Das ist schon ziemlich böse. Nix gibt's hier. Gebäude stehlen, soweit kommt's noch. So, das Gebäude zerstören wir ihm jetzt, weil das die ganze Zeit gegen mich benutzen kann. Das macht man nicht. So. Ein bisschen Geld haben wir ja. Und bauen wir jetzt hier ein bisschen was. Holen uns wieder ein bisschen Geld. Katsching. Wo ist denn der da? So, dann bauen wir hier noch ein Sägewerk hin. Und eine Rüstkammer. Na, das macht nichts. Na, der hat auch eine Rüstkammer. Schaut euch das an. Naja, was ist denn da? Irgendein Gegner ist da, aber ich sehe ihn nicht. So. Na, der Schaden kann sich ja doch irgendwo sehen lassen. So. Ah. Wo hat er das jetzt gemacht? Irgendwo war hier ein feindlicher... Keine Ahnung. Ja gut, das war's. Er kann jetzt auch gar nichts mehr machen. Zum Ausrüsten. Aber ich kann es probieren. Ich kann einfach weggehen, sagen, nö, bin fertig. Oder auch nicht, weil es vorbei ist. Aber Geld habe ich richtig gut gehabt am Ende. Ja, sah am Anfang ziemlich brutal schlecht aus, aber dann habe ich mich reingefunden. Das war dann doch ziemlich nett. Ja. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.